Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, kommen wir wieder zurück. Wir haben jetzt einen 13,3 Stunden täglich Fortschritt. Jetzt möchte ich natürlich gucken, was ist denn, wenn wir jetzt Büroarbeiter mehr einsetzen, die natürlich aber auch in der Arbeit eigentlich gut sind. Nehmen wir jetzt hier den Typen. Der fängt um 0 an. Dann brauchen wir halt Personal. Nein, ja klar, Büroarbeiter. Bin ich bescheiden. Nehmen wir hier noch. Er fängt hier an. Und dann nehmen wir noch einen zum Testen. Büroarbeiter einstellen. Der. Hier, weil ich, die lernen ja noch dazu. Deswegen wird es aber gut sein. So. Und dann gucken wir mal. 26,5 Stunden täglich. Das ist doch mal sehr, sehr... Das reicht, glaube ich, schon. Da haben wir manche Sachen in fast 2 Tagen erreicht. Das ist schon sehr, sehr gut. Marketing ist bei 125%. Ach nee, bei 26. Ach so. Ja, wenn man mal bescheuert ist im Kopf, dann kann man das auch mal falsch verstehen. Die soll mal mehr einnehmen hier. Gut, die nehmen schon mehr ein, das ist schon gut so. Aber mit 2 sind wir, glaube ich, erstmal gut beschäftigt. Also mit 26 Stunden am Tag. Werden jetzt auch mal das hier wieder anwenden. Dass sie wirklich mal Pause machen können und sich was zu essen holen und alles. Dadurch arbeiten sie ja besser und ruhiger und alles. Können wir hier verwaltete Toiletten? Hier sehen wir nicht ein, wie viel sind. Würde mich interessieren, ob man sieht, sehen würde, wie viele eigentlich hingehen oder wie viele eben immer wieder mal benutzen und nicht. So ein verwaltetes Geschäft. Oh, Gewinnspanne 48%, das ist schon gut so. Da muss ich noch mal kurz was gucken. Und zwar Bedarf, wenn wir jetzt hier was haben. Geschäft über mit 50%. Ah, hier, mit... Achso, okay. Gut. Also das wird ja nochmal Stufe schwieriger, würde ich sagen. Darauf alles zu achten. Oh, die sind auch mal froh, wenn sie Pause haben. Ja, die haben gerade nichts mehr zu tun. Weil sie eben jetzt das Lager genau hinter sich haben. Hat es eben seine Vorteile. 99%, eine Arbeitsstunde. Brauchen wir noch fertig. So, dann noch Marketing. Jetzt brauchen wir noch die Geräte. Und dann können wir das erste Mal Marketing reingucken. Reklametafel, lokaler... Machen wir mal eine Zeitungsdings für 5500. Das ist ja gar nichts. Design erstklassig. 5% nur. Machen wir eine Reklametafel. 8%. 20.000. Mach mal. Los geht's. Gucken wir mal, ob das steigt. Wir haben jetzt 5.000 gehabt an Gewinn. Also 2.000 plus. Gestern und heute gucken wir mal, muss er dann steigern. Vor allem für was macht man dann eigentlich Werbung? Für alle gemeinsam, alle Läden oder für den Verkaufsimperium hier oder
So. Das dauert noch eine ganz, ganz Weile. Aber jetzt nichts, vielleicht die Kinos machen oder Bowlingbars oder sowas. Bowlingbahn oder sowas. Wir könnten aber, weiß ich nicht, bauen wir schon mal nach unten. Dann kommt ja hier Bowlingbahn, Kino und alles so nach und nach. Kino würde ich dann hier drüben, Bowlingbahn hier drüben. Machen wir schon mal Straßennetz. Gut, das ist aufgepasst. So. Können Sie schon mal die Straße bauen. Machen wir hier nochmal Personalparkplätze hin. Sehr nice. Sehr, sehr nice so. Es dauert immer noch mit zu lange. Der steht auch zu früh da. Haben wir jetzt eigentlich Gewinn gemacht? Also wir haben doch 2000 plus ungefähr gemacht. Okay, das ist gut. Gucken, was hier für Preise übergehen. 300. 100. Naja, es geht ja. 500. Alter. Für die Mäuse, dieses Laufrad, das ist so schief, weil sie jetzt alles raus abgebaut haben. Muss ich das nochmal ein bisschen gerade machen. Du magst, dass es lang gibt. Die eine grabbelt unten durch, die andere spielt dort rum oder rollt oder weiß doch, weiß der Geier, wie man das nennen soll. So, die Geräte dauern noch einen Moment. So, haben wir hier langsam Plus gemacht? Nee. Oh, vielleicht müssen wir